Liebe Freunde der täglich aktualisierten Corona-Statistik für Dresden. Ihr seht vor euch meine seit 17. März 2020 geführte Corona-Statistik, die ich seinerzeit angefangen habe, weil ich mit der Statistik, die die Landeshauptstadt Dresden zur Verfügung stellt, nicht zufrieden war und nicht zufrieden bin. Ich bin ans Ende der Tabelle gesprungen gleich. Ihr seht hier die Zeile 246, Stand 3. November, also heute. Und Stand heute sind in Dresden insgesamt 2410 Menschen insgesamt positiv auf das SARS-CoV-2-Virus, das sogenannte neuartige Coronavirus, getestet worden. Und insgesamt wurden 169 Menschen seit 7. März mit Verdacht auf das SARS-CoV-2-Virus bzw. der Erkrankung Covid-19 in Dresdner Krankenhäuser eingewiesen worden. Im Vergleich zu gestern wurden 94 weitere Menschen positiv getestet. Im Vergleich zu gestern wurden weitere 7 Menschen ins Krankenhaus eingewiesen. Und das sind rechnerisch, das sind meine Berechnungen. Wenn ich hier auf die 72 klicke, erscheint hier oben die Formel, die Summe aus den Zellen F217 bis 246. Das sind also die neu ins Krankenhaus eingewiesenen der letzten 30 Tage minus der Summe von I217 bis I246. Sind die Toten in diesem Zeitraum. Und das führt zu dieser Zahl. Das ist eine rechnerische Zahl. Insgesamt sind bis zum heutigen Tage 17 Menschen in Dresden an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus verstorben. Und das führt uns wiederum zu einer rechnerischen Zahl von 1019 Menschen, die aktuell positiv getestet sind und noch nicht wieder genesen sind, wobei die Stadt Dresden und auch ich mit meinen Berechnungen annehme, basierend auf den Angaben der Landeshauptstadt, dass Menschen, die ins Krankenhaus eingewiesen worden sind und nicht verstorben sind dort, nach 30 Tagen automatisch wieder genesen sind und Menschen, die zwar positiv getestet wurden, aber nicht ins Krankenhaus eingewiesen wurden, automatisch nach 14 Tagen wieder genesen sind. Das sind also Annahmen, die die Landeshauptstadt Dresden trifft oder getroffen hat und die ich übernommen habe. Das führt nach meinen Berechnungen zu einer, wie heißt es, ja, positiv getesteten Rate auf 100.000 Einwohner und 7 Tagen zu 101,04. Und um das ganze Video nicht zu lang werden zu lassen, ich habe hier unten weitere eigene Berechnungen angeführt. Die Zahl von 1019 aktuell positiv getesteten und noch nicht wieder Genesenen schlägt sich hier nieder. Und in der nächsten Zeile habe ich ausgerechnet, wie viele Menschen eben nicht positiv getestet sind und trotzdem einen Mundschutz tragen müssen. Das sind 99,82%. Am 3.11. sind innerhalb der letzten 162 Tage 7 Dresdner an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus verstorben, darunter 5 Männer im Alter von 80 oder älter und 2 Männer im Alter zwischen 60 und 79. Weiterhin, meine Berechnungen zufolge, sind innerhalb der letzten 100, nee, Moment, da waren wir schon. Sind statistisch seit 7. März 3615 Menschen in Dresden an was auch immer verstorben, 17 davon an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus. In Dresden versterben statistisch gesehen rund 15 Menschen pro Tag und daraus ergibt sich diese Zahl, indem ich die Differenz zwischen B5 und B257 genommen habe. Das ist das Datum
also die Tage, ich ziehe ein Datum vom anderen ab, komme auf die Tagesdifferenzen, nehme die mal 15 und lande dann bei 3615. Das ist eine sehr gute Näherung und die setze ich ins Verhältnis mit den eben 17 bisher an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus Verstorbenen. Nächste Zeile. Am 3.11. sind innerhalb der letzten 133 Tage 92 Dresdner mit positiven Test. Da muss ich mal gucken, ob die Zahl noch stimmt. 77 waren es, das sind 8, jawohl, 92 Dresdner mit positiven Test auf das SARS-CoV-2-Virus ins Krankenhaus eingewiesen worden. Leider ist die Landeshauptstadt Dresden nicht in der Lage, mir auf meine Presseanfragen hin nähere Informationen dazu zu geben. Es sagt also gar nichts aus, wie lange diese Menschen jeweils im Krankenhaus waren und so weiter. Und meine letzte Berechnung, bis zum 3.11. wurden insgesamt 0,43% aller Dresdner positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. 100% wären bei gleichem Verlauf in heute aktuell 233 Jahren erreicht. Diese Zahl betrug vor wenigen Tagen oder Wochen noch über 500 Jahre. Das heißt, durch die vielen Testungen und damit einhergehenden positiven bzw. falsch positiven Tests sinkt diese Zahl dann doch rapide. Es ist also nur eine Momentaufnahme. Stand heute würde es noch 233 Jahre dauern, bis 100% erreicht wären. Das ist nur eine theoretische Annahme und hat mit der Realität nur sehr bedingt zu tun. Damit es nicht zu lange wird, will ich es dabei bewenden lassen. Die Tabelle wird unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse.